Gestern nicht, nein, nicht in der Verfassung, wie ich mich auf Sand präsentiert hätte. Nein, nein, also ich habe es ja noch gesagt auf dem Platz in Miami, dass er wahrscheinlich jetzt die Sandplatzsaison zerstören wird. Zum Glück habe ich mal einmal recht jetzt gehabt. Er hat natürlich wunderbar gespielt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sehr wenig geschaut. Ich habe es vor allem einfach durch die Resultate immer wieder durch den Tag durch auf dem Live-Ticker so geschaut, aber für mich hinzusetzen, währenddem ich ja selber trainiere und selber mit den Kindern viel oder mit der Familie viel Zeit verbringen will, habe ich dann nicht. Ich bin großer Fan, wenn ich im Turnier bin, dann schaue ich die ganze Zeit so Matches, aber wenn ich nicht an den Turnieren bin, dann schaue ich eigentlich sehr wenig Tennis, von dem her, ich habe nicht viel gesehen, außer natürlich ein paar Matches von Stan vor allem natürlich. Für ihn hat es mich natürlich auch gefreut, dass er so gut gespielt hat. Aber was natürlich jetzt Rafa hier wieder geleistet hat, kam für mich nicht unbedingt überraschend, weil er hat es ja schon eigentlich angezeigt, was in Australien kommen könnte, vor allem auf dem Sand dann. Aber dass er das so durchziehen konnte, das war natürlich absolut gigantisch, muss man sagen, ist klar.